Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und ich darf euch heute herzlich begrüßen aus meinem unvollständigen Wohnzimmer-Couch-Bereich. Das Ganze haben ja bis jetzt nur die Leute gesehen, die mir auf Instagram folgen, deswegen auch, ja, sehr, sehr wichtig, hier einmal irgendwo eingeblendet, vorbeizuschauen bei Instagram, sehr, sehr wichtig, damit das schon mal geklärt ist. Das hier ist so grob meine Couch, das Bild, das hängt noch nicht an der Wand, das steht hier bis jetzt nur, hier ist generell noch nicht alles so wirklich fertig, aber zum jetzigen Standpunkt bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, auch hier mit Teppich und Fernseher an der Wand und Sideboard und Tisch und so. Bis jetzt wirklich, ich bin sehr, sehr zufrieden, aber das Ganze soll eigentlich auch keine Roomtour sein, sondern nach langer Zeit mal wieder so ein kleines Latest Pickup Video. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft und dachte mir, die kann ich euch doch mal in diesem Video vorstellen. Vor allem haben wir heute Sommersachen am Start. Wir haben heute T-Shirts, wir haben heute kurze Hosen. Ich sehe ja auch gerade, wir haben eine Jacke in dem Video dabei, also auch perfekt für den Sommer. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal hier kostenlos um, denn ab jetzt geht es wieder richtig los, Klausurphase vorbei, Semester ist vorbei, ich habe Semesterferien, ich habe Zeit. Jetzt wird hier wieder geballert, also Videos. Vor allem, und das ist jetzt wirklich extrem wichtig, lasst mich wissen, wollt ihr die Videos in Zukunft lieber so im Sitzen auf chillig, wenn ihr alles so auch fertig ist, ihr kommt noch eine Lampe hin und den ganzen, ne, wenn das hier alles fertig ist, oder wollt ihr die Videos lieber oldschool im Stehen haben? Weil ich finde das eigentlich auch relativ entspannt. Fangen wir an mit dem Video, fangen wir an mit den allerersten Pieces und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Let's go! Beantworten wir doch erstmal die allseits bekannte Frage. Jan, woher ist eigentlich dein T-Shirt? Weil ich weiß, diese Frage, sie kommt eigentlich immer, deswegen wird sie auch jetzt wieder kommen. Und zwar ist dieses T-Shirt auch ein LPU von mir, denn es ist aus der neuen Returnity-Kollektion, die genau heute, diesen Sonntag um 11 Uhr gedroppt ist. Das heißt, wenn dieses Video online kommt, ist die Kollektion auch schon online. Und zwar ist hier die Rede von der Returnity Gallery of Themes Kollektion. Ich blende euch einmal die ganze Kollektion hier irgendwo ein. Ich habe jetzt leider nicht alles, aber die Sachen, die ich habe, die kann ich euch auch einmal ganz kurz in dem Video hier vorstellen. Ich trage, by the way, und in allen anderen Sachen eine Size M, in 1,82, damit ihr Bescheid wisst. Des Weiteren droppen noch einmal diese beiden T-Shirts hier, jeweils in schwarz und auch einmal in weiß, mit diesem Gallery of Dreams Print vorne und dem großen Gallery of Dreams Backprint eben hier an beiden T-Shirts. Die fitten beide genauso wie dieses Shirt hier, also wirklich wieder 10 von 10. Ich bin wirklich mega happy mit dem Fit und auch die beiden Shirts gefallen beide sehr gut. Schwarz und weiß, aber nichts mit falsch. Aber mein Favorite von den beiden Shirts, beziehungsweise von den drei Shirts, ist einfach das hier, weil die Waschung, alles ist, ich finde es mega geil. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wäre einmal eine kurze Hose. Ich habe hier in dem Fall diese Cream Sweatshorts und noch mehrere Shorts gedroppt. Auch, glaube ich, noch eine Badehose mit dem R-Stick in Grau vorne drauf. Wirkt sehr edel. Ich trage hier eine Size M. Fitpick davon gibt es hier mal eingeblendet. Fitte wirklich perfekt. Mag ich sehr gerne. Perfekte Länge. Sehr gemütlich. Und auch der Farbton, dieses Cream, kommt eigentlich ganz nice. Zu guter Letzt haben wir noch eine lange Hose. Und zwar einmal diese schwarze hier. Vorne mit diesen zwei Applikationen eben drauf, einmal etwas größer und einmal eben etwas kleiner. Das Besondere an der Hose ist aber, wir haben einige Rips und die sind eben mit einer weißen Naht zugenäht. Das Ganze haben wir, ne, ihr könnt es sehen, vorne auf der Hose, aber auch einmal hinten auf der Hose. Überall sind eben diese Rips. Ein Fitpick davon gibt es hier immer eingeblendet. Ich trage hier auch eine Size M, trage ich immer in den Returnity-Hosen. Und da könnt ihr sehen, wie das Ganze fittet. Wie gerade schon gesagt, es droppen noch viele weitere Sachen. Wir haben Kurzarmhemden, Badehosen, mehrere kurze Hosen und vieles mehr. Deswegen sehr gerne abchecken, Link in der Beschreibung zum Drop. Machen wir dann weiter mit Represent, denn dort habe ich mir auch tatsächlich zwei kurze Hosen für den Sommer gekauft. Sehr, sehr wichtig. Und die muss ich euch zeigen, weil die sind beide wirklich 10 von 10. Fangen wir an mit dieser creamfarbenen Mesh Shorts. Und die habe ich tatsächlich im Sale gekauft. Die hat normalerweise gekostet, ich glaube, 130, 140 Euro irgendwie so. Und ich meine, ich habe für die gezahlt 75 oder 80 Euro. Irgendwie so um den Dreh war das. Und ich bin wirklich unfassbar begeistert von dieser kurzen Hose. Wir haben eben unten an den Nähten, sage ich mal, diese Stripes, so ein bisschen auf Basketball-Shorts angelehnt. Wir haben Reißverschlüsse an den Taschen, was auch immer sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten haben wir noch diese Kordeln, die nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Das heißt, man kann den Bund schön enger ziehen, aber die hängen auch nicht irgendwie bis zum Boden. Und im Groben und Ganzen muss ich einfach sagen, ich finde die Hose übel, übel stark. Ich bin ein richtig großer Fan davon. Ein Fitpick davon gibt es jetzt einmal hier eingeblendet. Ich habe in der Hose eine Size L bestellt, bin 1,82 und
Ich mag die richtig gerne, vor allem auch die Farbe, das ist so ein richtig, richtig schöner Cremeton. Und zwar habe ich mir dann noch einmal diese, und ich sehe gerade, die ist todeszerknittert, das war jetzt eigentlich nicht, aber ich habe auch kein Bügelbrett hier in der Wohnung, es tut mir leid. Die Hose ist so eine Souvenir-Shorts, meine ich, heißt sie, also die ist auch ein kleines bisschen kürzer geschnitten, nicht so mega lang, aber ich finde es eigentlich ganz geil und der Grund, warum ich die Hose gekauft habe, war einfach die Farbe. Ich finde diese grün Cream-Kombo einfach unfassbar stark. Wir haben eben eine clean grüne Hose und einmal ganz dezent einen Represent-Stick und eben an den Seiten und unten an den Nähten haben wir eben so einen creamfarbenen Stoff verarbeitet und das Ganze gefällt mir in Kombo einfach mega gut. Ich blende euch auch einmal hier jetzt ein Fitpick ein. Hier habe ich auch, glaube ich, eine Size genau L bestellt. 1,82 immer noch, ich bin nicht gewachsen und das war einmal der Fit. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach Sommerhosen bzw. kurzen Hosen, dann checkt die beiden auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab. Kommen wir dann jetzt zu einem Paket, was ich tatsächlich heute Morgen erst bekommen habe und auch noch nicht aufgemacht habe. Ich weiß noch gar nicht, oder ich weiß generell gar nicht so genau, was wirklich drin ist, aber ich gehe davon aus, dass es diese Bondage Cargo 2.0 ist aus diesem letzten Drop. Soweit ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Wir werden es jetzt erfahren. Machen wir das Ganze einmal auf. Ihr dürft auch als allererstes reingucken und uns erwartet das hier. Oh, ja, ich habe mal eben so meine Adresse geleakt. Nice. Und wir haben, wie auch schon eben erwartet, die Bondage Cargo 2.0. Haben die Jungs mir zugeschickt, auf korrekt, ihr wisst. Support geht auf jeden Fall auch zurück, deswegen checkt sehr, sehr gerne ab. Aber ich meine, die Hose ist auch nicht mehr verfügbar gerade, soweit ich weiß. Und das hier wäre dann einmal, und ich merke jetzt schon, die ist auf jeden Fall nicht so für den Sommer geeignet. Die ist unfassbar heavy, also richtig, richtig dicker Stoff. Auf jeden Fall auch sehe ich direkt sehr, sehr breit, sehr baggy geschnitten. Ihr könnt sehen, die läuft eigentlich relativ straight unten zu, also wird eigentlich gar nicht enger. Ich weiß auch irgendwie gar nicht genau, wo ich jetzt hier anfangen soll. Wir haben sehr, sehr viele Details. Klassisch für eine Bondage Cargo haben wir natürlich einmal hier diese Bondage Stripe, wie auch immer man das nennt. Wir haben Cargo Taschen, einmal hier so eine klassische Pocket, eine Airport Pocket und auf der anderen Seite haben wir eine Pocket mit Zipper, was ich auch sehr geil finde. Und ich hoffe, der Fit ist genauso nice wie die Optik und deswegen gibt es jetzt einmal hier ein Fitpick eingeblendet. Ich trage hier eine Size M. Ich hoffe auf jeden Fall, sie gefällt mir vom Fit auch und das ist einmal zur Hose. Grüße an Tu und Alex. Und wir machen weiter mit dem nächsten Piece. Leider werde ich die Hose, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht anziehen können. Aber sobald die Zeit wieder kommt, safe. Wo wir gerade bei Tu und Alex waren, können wir auch eigentlich direkt bei meinen ganzen YouTube-Bros bleiben. Und zwar hat mir der gute Kollege Robert Friedrichs seine neue Workwear-Jacket zugeschickt. Ich weiß, auch gerade irgendwie nicht so passend für diese heißen Tage. Trotzdem wollte ich es mit reinnehmen, weil ich will meine YouTube-Kollegen einfach supporten. Weil jeder Einzelne steckt da unfassbar viel Arbeit rein, das muss man auch wertschätzen. Und zwar ist hier die Rede von dieser wunderschönen, das muss man auch einfach sagen, die Jacke ist wirklich geisteskrank, Workwear-Jacket von Unvain, eben der Brand von Robert. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Die Jacke ist wirklich unfassbar schön, viele Details, schön verarbeitet und gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Die ist auch gar nicht so dick, wie man denkt. Also man kann die schon noch bei wärmeren Temperaturen anziehen. Die ist auch noch verfügbar, deswegen Link in der Beschreibung könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Der Fit von der Jacke ist auch extrem besonders, denn die ist sehr, sehr crop geschnitten und die Ärmel, ihr könnt es glaube ich sehen, sind extrem lang. Aber ich feiere es irgendwie extrem. Props für die Arbeit in Robert. Sehr, sehr krasse Jacke. Ich blende euch jetzt einmal hier ein Fitpick ein. Ich habe hier eine Size L genommen. Falls ihr Bock drauf habt, checkt das sehr, sehr gerne ab. Supportet Robert. Und das wär's zu dieser wunderschönen Workwear Jacket von Unvain. Dann haben wir noch ein Paket und zwar nämlich von Nike. Und das ist gleichzeitig gekommen mit dem Trend Vision Paket. Deswegen ist auch das hier, ne, noch nicht ausgepackt und wir können es zusammen auspacken. Hierauf bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt. Packen wir es erstmal aus. Und ihr müsstet jetzt eigentlich auch erkennen, dass ich mir kurze Hosen bestellt habe. Ne, man hat ja nicht genug. Ne, man braucht ja ganz viele im Sommer. Kuss geht raus an diese unfassbar nice Kamera, die sich gerade einfach dachte, yo, geh ich mal aus. Ich habe jetzt einfach weitergeredet, die Hosen dementsprechend ausgepackt und die Kamera war die ganze Zeit aus. Bevor ich aber zu den Hosen komme, eine ganz, ganz kurze Real-Life-Story, falls es euch juckt. Ich habe ja ein die besten kurzen Hosen-Video gemacht und da habe ich eben genau diese Hosen vorgestellt. Die waren aber alle ausverkauft, in jeder Farbe, in jeder Größe, alles ausverkauft. Dann hat mir so vor 3 Tagen ein Kollege geschrieben, Grüße gehen raus an Felix an dieser Stelle. Yo, hast du irgendwie Inspo, was kurze Hosen betrifft? Ich habe ihm dann mein Video geschickt
auch übrigens guter Freund, dass er meinen Kanal so aktiv verfolgt. Auf jeden Fall hat er mir dann geschrieben, yo, diese Nike Swoosh Shorts sind richtig krass. Habe ich ihm geschrieben, yo, sind echt krass, aber leider alle ausverkauft. Er schreibt mir so, hä, wie ausverkauft? Schickt mir einen Link, alle Größen wieder verfügbar. Und zwar habe ich mir die einmal bestellt in schwarz in einer Größe L und einmal in schwarz in einer Größe M, weil ich mir unsicher war, M oder L. Eine wird zurückgeschickt, dementsprechend wird davon schon eine passen. Und dann habe ich mir die Hose noch einmal in beige bestellt, in einer Größe M. Die gibt es auch noch in rot und in blau, aber die Farben haben mich jetzt nicht so gecatcht. Ich fand beige eigentlich ganz cool und ich muss sagen, dieses taubartige oder sehr dunkle Beige gefällt mir echt gut. Wir haben eben das Swoosh unten am Bund, sage ich mal so, klein eingestickt. Ansonsten wenige Details. Was mir auch ganz gut gefällt, sind eben die Hidden Pockets. Also wir haben Reißverschlüsse, aber die sind halt eben so ein bisschen versteckt. Man sieht die nicht krass. Was auf jeden Fall am besten von diesen Hosen ist, ist einfach der Stoff. Der Stoff, ich kann ihn schlecht beschreiben, aber ihr seht, der ist einfach, ich weiß nicht, übel luftig und angenehm. Ich blende euch jetzt einmal ein Fitpick ein von der schwarzen. So sieht das Ganze aus. Das heißt M. Und ich blende euch in 1, 2, 3 jetzt einmal ein Fitpick ein von der beigen. Ich muss sagen, ich finde die beigen eigentlich persönlich sogar noch ein bisschen nicer. Die gefällt mir echt gut. Falls sie verfügbar sind, Link in der Beschreibung. Und ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall genug kurze Hosen. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Badehosenempfehlung, falls es irgendwen interessiert. Aber ist auch so ein kleines LPU von mir, weil ich habe mir vorgestern bei P&C eine neue Badehose gekauft. Und zwar meine Favorite Badehose von Nike. Von dieser Badehose habe ich jetzt, glaube ich, 5 Colorways. Ich habe die in Orange, ich habe die in Weiß, ich habe die in Schwarz, ich habe die in Blau und ich habe die jetzt in Rot. Und das ist eben, was Preis-Leistung betrifft, für mich persönlich die beste Badehose. Vor allem eben bezogen auf Qualität, auf den Fit, auf Tragekomfort. Die ist einfach super, kostet 25 Euro, gibt es wirklich in, ich glaube, 20 Colorways gefühlt. Ich habe hier eine Size L in all meinen Badehosen von Nike. Wenn ich einen Link finde, verlinke ich die euch. Also falls ihr noch für den Sommer irgendwie für den See eine nice Badehose sucht. Viel mehr gibt es nicht, weil, ich bin euch ehrlich, gefühlt mein ganzes Geld geht gerade in die Einrichtung meiner Wohnung. Das ist alles nicht so billig, wie man vielleicht denkt. Deswegen habe ich gerade einfach auch gar keinen Kopf mehr, so viel Klamotten zu kaufen. Und ich bin auch einfach der Meinung, es muss nicht immer das 4000 Euro XXL LPU, was weiß ich sein. Es kann auch einfach mal ein bisschen kleiner sein, so wie jetzt in diesem Fall. Waren trotzdem noch viele Pieces am Start, viele coole Sachen. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen Inspo bieten. Deswegen lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar zu den Sachen und vor allem auch, wie ihr diese Location findet, ob sitzen, ob stehen, was euch besser gefällt. Lasst mich wissen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, dieses gute Wetter. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ne? Deswegen haut rein.